Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Polit-Talk aus Münster, aus dem Bürgerhaus Vennohaus. Und damit auch herzlich willkommen zur heißen Wahlkampfphase. Denn man sieht es draußen an den ganzen bunten Plakaten, die dort so herumhängen. Es ist Wahlkampf, es ist Wahlkampfzeit. Und zwar wird Mitte September ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Gute 3 Wochen vor der Wahl haben wir deshalb jetzt die Personen eingeladen, die für den OB-Posten kandidieren. Dies sind heute unsere Gäste. Jochen Könke ist studierter Sozialarbeiter und derzeit als Dezernent für Migration und kulturelle Angelegenheiten für die Stadt Münster tätig. Er kandidiert für die SPD zum Oberbürgermeister. Maria Klein-Schmeink tritt für Bündnis 90 Die Grünen bei der Wahl an. Sie ist seit langem kommunal- und landespolitisch aktiv und sitzt seit 2009 für die Grünen im Bundestag. Hein Götting von der FDP ist langjähriges Mitglied im Rat der Stadt Münster und war dort zeitweise Fraktionsvorsitzender der Liberalen, für die er nun auch zur Wahl des Oberbürgermeisters antritt. Harry Seemann ist bereits bei einigen Wahlen in den vergangenen Jahren als Einzelbewerber angetreten. Sein wichtigstes Anliegen ist hierbei die Sozialpolitik. Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich denke, das ist schon mal einen kleinen Applaus wert, dass Sie sich hierher gewagt haben. Dankeschön. Sie mögen sich jetzt vielleicht fragen, da fehlt doch einer. Genau, der Herr Oberbürgermeister konnte heute leider nicht bei uns sein. Wir haben uns dazu entschlossen, ihm einen Stuhl trotzdem bereitzustellen, für den Fall, dass er doch noch zu uns stoßen möchte. Ja, manche von Ihnen mögen sich nun fragen, die Oberbürgermeisterwahl, ist das nicht eigentlich dasselbe wie die Kommunalwahl oder haben wir das da nicht schon erledigt mit unserem Kreuz? Vielleicht sind Sie aber auch frisch in diese Stadt gezogen, haben noch nie in einer kreisfreien Stadt gelebt und wissen nicht genau, warum es neben Bürgermeistern überhaupt auch noch Oberbürgermeister geben muss. Ja, warten Sie es ab. Für Sie haben wir eine kleine Hilfe vorbereitet. Am 13. September dürfen die Münsteraner einen neuen Oberbürgermeister bzw. eine neue Oberbürgermeisterin wählen. Doch der eine oder andere wird sich gerade die Frage stellen: Oberbürgermeister? Was macht er denn überhaupt den ganzen Tag? Zunächst ist der Oberbürgermeister der politische Vertreter der Stadt, sowohl in rechtlichen als auch in Verwaltungsdingen. Außerdem repräsentiert der Oberbürgermeister die Stadt auf dem gesellschaftlichen Parkett. Aber das war noch lange nicht alles. Der Oberbürgermeister ist Chef der städtischen Verwaltung und muss sich um die Verteilung, Leitung und Überwachung der laufenden Geschäfte innerhalb der Stadtverwaltung kümmern. Nun das wahrscheinlich Wichtigste. Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender und somit auch Mitglied im Rat und im Hauptausschuss der Stadt. Er lädt zu den Sitzungen ein, stellt die Tagesordnung auf und leitet diese. Dazu kann er im äußersten Fall Widerspruch gegen einen Beschluss des Rates oder der Bezirksvertretung einlegen. Aber natürlich nur dann, wenn das Wohl der Gemeinde gefährdet wird. Die finale Entscheidung liegt dann aber trotzdem beim Rat. Da der Oberbürgermeister allerdings nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann, wählen die Ratsmitglieder Vertreter für diesen. Diese nennen sich Bürgermeister, üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus und helfen bei Repräsentation und der Leitung der Ratssitzung. Okay, alles schön und gut, aber wie genau läuft das jetzt mit der Wahl? Seit 1994 wird direkt von den Bürgern mit einer freien Geheimwahl der Posten des Oberbürgermeisters bestimmt. Dabei gilt das Prinzip, wer mehr Stimmen hat, hat gewonnen. Stichwahlen gibt es nicht. Wählen dürfen alle EU-Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind und seit dem 16. Tag vor der Wahl ihren Hauptwohnsitz in Münster haben. Als Kandidat muss man dieselben Bedingungen erfüllen, nur dass man hierfür schon 23 Jahre alt sein muss und man muss versichern, dass man für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Eine Altersobergrenze gibt es nicht, dafür darf man nur in einem Ort kandidieren. Noch Fragen? Ja, warum sind denn jetzt die Kommunalwahlen und die Oberbürgermeisterwahlen voneinander getrennt? Was soll das? Im Jahr 2007 wurde die Amtszeit des Oberbürgermeisters von 5 auf 6 Jahre angehoben. Deshalb fand die Kommunalwahl im Mai 2014 ohne die Oberbürgermeisterwahl statt. Ab 2020 wird es aber wieder eine gemeinsame Wahl geben, unter anderem wegen den extrem anfallenden Kosten bei einer getrennten Wahl. Also, wie man sieht, hier werden nicht nur einfach Parteien gewählt und ihre Vertreter, sondern es geht hier um das neue Stadtoberhaupt der Stadt Münster. Insofern ist es eben auch eine Personenwahl und da bietet es sich, glaube ich, gerade in einer Runde wie dieser auch an, dass sich die Personen, die hier vertreten sind, einmal vorstellen. Ja, fangen wir am besten in der Reihenfolge von vorhin mit Ihnen an, Herr Könke. Auf Ihren Wahlplakaten steht ja,
Gut, Wahlplakate sind ja auch nicht immer für ihre große Aussagekraft bekannt, aber auf Ihren Wahlplakaten steht sozial und gerecht mit klarem Kurs. Was heißt das für Sie? Und vielleicht stellen Sie sich in diesem Zusammenhang einmal ein wenig selber vor. Ja, das will ich gerne tun. Ich freue mich natürlich, dass ich hier bin. Gestatten Sie mir aber, zu dem Trailer etwas zu sagen, weil er schlicht und ergreifend falsch war, weil das Wahlgesetz sich in der Zwischenzeit geändert hat und natürlich gibt es Stichwahlen. Das heißt also nicht, wer diesmal die meisten Stimmen hat, wird gewählt, sondern wenn einer nicht über 50% hat, dann wird er mit dem oder der Zweiten in eine Stichwahl gehen müssen. Insofern, ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wenn man jetzt sich über dieses Thema hier verständigt. Alles klar, danke schön für diese Richtigstellung. Ja, das, ich meine, wir vier wissen das natürlich, aber es beschäftigt sich ja nicht jede und jeder mit diesem Thema. Und das Zweite, gestatten Sie mir auch noch, bevor ich mich selber vorstelle, Sie haben in diesem Trailer so en passant erklärt, dass der Oberbürgermeister für 6 Jahre gewählt wurde und der Rat eben für 5 Jahre. Das stimmt zwar, aber Sie haben leider vernachlässigt, auch zu sagen, der Oberbürgermeister hätte nach 5 Jahren auch sagen können, es gibt eine Wahl für alle. Dann hätte er dieser Stadt 300.000 Euro gespart, dann wären wir nämlich vor einem Jahr gegen ihn angetreten. Hm. Auch das gehört sozusagen zu den Regeln, die man eigentlich wissen sollte. Aber wie wir jetzt gehört haben, 2020 wird sich das Ganze ja auch geändert haben dann wieder. Insofern, ja. Das ist richtig. Aber vielen Dank für diese Richtigstellung. Das schadet ja nichts zu wissen, wer uns die 300.000 Euro zusätzlich beschert hat. So. Und jetzt will ich ganz gerne 2, 3 Sätze zu mir selbst sagen, weil dazu war ich ja von Ihnen aufgefordert. Ich bin von Haus aus Sozialarbeiter, das hat man im Trailer gehört. Ich bin aber gleichzeitig auch diplomierte Leitungskraft im öffentlichen Bereich und habe in der Vergangenheit große Verwaltungseinheiten geführt. Das heißt, ich habe ein Jugendamt geführt mit 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe ein Bürgermeisteramt geführt und bin über viele Jahre in den Verwaltungen leitend tätig. Ich denke, das ist wichtig, wenn man über das Thema Verwaltung und Verwaltungsführung spricht, dann meine ich, sollte man das auch wissen, was wer in diesen Bereichen zu leisten hat. Die zweite Ebene, die Sie angesprochen haben, das war die Frage sozial und gerecht. Da könnte man natürlich jetzt sehr weit ausholen, weil natürlich gibt es Themen wie Kinderarmut, es gibt Themen wie insgesamt Armut, es gibt Themen wie Arbeitslosigkeit. Bei diesen Themen setze ich mich natürlich, und nicht erst seit heute, sondern über Jahre oder Jahrzehnte dafür ein, dass wir da ein Stück ordentlichere und bessere Bedingungen bekommen. Und es gibt natürlich auch ganz aktuell die Situation, dass ich gesagt habe, für die Arbeitslosigkeit, für die Langzeitarbeitslosigkeit würde ich dann auch ganz konkret eine Firma gründen beziehungsweise eine Ausgründung in einer Firma vorsehen, damit wir da endlich ein Stück vorankommen. Bekannt bin ich ja hier in Münster sehr über die Migrationsarbeit. Ich habe ja hier in Münster über viele Jahre in der Migrationsarbeit gearbeitet, nachdem ich zunächst bei der Frau Thüns das Büro geleitet hatte. Und da liegt mir natürlich das Thema Gleichstellung. Wir haben bei weitem keine Gleichstellung im Migrationsbereich und damit schaden wir der Gesellschaft und den Migrantinnen und Migranten zugleich. Das heißt also, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und aus diesem Grund setze ich mich bei diesem Thema schon weit über 10 Jahre regelmäßig dafür ein. Und zum Thema Flüchtlinge darf ich einfach mal sagen, ich bin der Konstrukteur unseres Konsens im Flüchtlingsbereich. Wir haben in Münster trotz der Situation, dass im Moment sehr, sehr viele Flüchtlinge zu uns kommen, eine relativ gute Haltung der Menschen in der Stadt. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Aber so etwas kommt nicht von ungefähr. Und da spiele ich mal einfach den Ball rüber zu meinen beiden Mitbewerber, denn unsere Parteien insgesamt haben dafür Sorge getragen, dass in dieser Stadt ein Konsens besteht und dass wir ordentlich mit den Menschen umgehen, die zu uns kommen. Das vielleicht so mal als allererstes, dass man ein bisschen Gefühl für mich hat. Privat bin ich Vater von 3 Töchtern, bekennender Vater, auch glücklicher Vater. Das ist eine tolle Sache, Kinder zu haben. Und bin eigentlich immer in der Hauptsache im sozialen Bereich unterwegs gewesen. Alles klar, vielen Dank.
Machen wir am besten mit Ihnen direkt weiter, Frau Kleinschmeink. Bitte stellen Sie sich auch einmal vor und wie auch bei Herrn Könke habe ich mir aufmerksam Ihr Wahlplakat durchgelesen. In Münster geht mehr. Ist das so eine Art Antwort auch gewesen auf Markus Lewes, Münster geht voran? Kann ich das so verstehen oder wie ist das zu verstehen? Aber bitte stellen Sie sich einmal vor. Ja, erstmal guten Abend alle miteinander. Und ich freue mich, dass jetzt die Diskussionskultur endlich vorangeht, auch wenn wir leider auf den Amtsinhaber verzichten müssen. Ich finde das sehr bedauerlich, weil es schon eine schöne Gelegenheit gewesen wäre, auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Und es kann nicht nur darum gehen, dass man in Grußworten das beschreibt, was schön ist in dieser Stadt. Ich würde sagen, an dem, was schön ist in dieser Stadt, haben sehr, sehr viele, vor allen Dingen aber die Bürgerinnen und Bürger mitgewirkt. Und von daher kann das sowieso nicht eine Person für sich in Anspruch nehmen. Und in diesem Fall gehört auch noch dazu, dass wir eine Ratsperiode hinter uns haben, die mit wechselnden Konstellationen gearbeitet hat. Und da sind viele zum Beispiel sozialpolitische Themen, gerade auch durch das Rot-Grüne und Sixpack-Bündnis vorangebracht worden. Und auf der anderen Seite haben wir auch jetzt wieder eine offene Situation. Also diese Stadt gehört nicht der CDU und auch nicht dem Amtsinhaber, sondern da sind sehr, sehr viele, die an der Lebensqualität in dieser Stadt mitwirken. Warum habe ich mich beworben und noch dazu als Bundestagsabgeordnete? Und da kann ich ganz klar sagen, mich hat bewogen, gerade nach einer sehr, sehr langen Zeit im Rat der Stadt Münster, in dem ich sehr, sehr maßgeblich mitgewirkt habe in der rot-grünen Koalition in den 90er Jahren, als Marion Thüns Oberbürgermeisterin wurde und Herr Könke dann irgendwann ihr Amtsbüro auch geleitet hat. In dieser Zeit haben wir als SPD, als Grüne insgesamt die Verwaltung und aber auch die Stadt Münster in ganz neue Felder geführt. Wir haben eine nachhaltige und sehr soziale Politik vorangebracht. Wir haben auch Schluss gemacht mit dem, was es an Klüngel in der sehr langen CDU-geführten Verwaltung gegeben hatte. Und aus dieser Zeit bringe ich sehr viel Stolz auch mit auf diese Stadt, die sich so stark verändert hat, zu einer offenen Stadt geworden ist, zu einer Stadt, die sich beispielsweise sehr vorbildhaft um die Flüchtlinge gekümmert hat, aber sich auch bemüht hat, mehr soziale Gerechtigkeit zu bringen. Damals haben wir im großen Umfang Kita-Plätze geschaffen. Auch das war eine sehr, sehr große Leistung gegen die CDU. Wir haben das Fahrradparkhaus gegen großen Widerstand auch der vorherrschenden Presselandschaft damals geschaffen. All diese Dinge sind eigentlich kaum wegzudenken. Der Titel Fahrradhauptstadt, der Titel Klimahauptstadt, den wir derzeit ja nicht mehr haben, aber den wir zwischenzeitlich hatten. All das, womit die Stadt Münster nach draußen hin bekannt wird, hat sehr, sehr viel auch mit grüner Politik und der starken grünen Politik und grünen Fraktion hier in der Stadt zu tun. Insofern weiß ich, dass man eine Stadt darüber, dass man sehr engagierte Bürger hat und einen sehr engagierten Rat hat, sehr stark voranbringen kann, modellhaft voranbringen kann. Und das ist das, was es so spannend macht, auch Oberbürgermeisterin zu sein, weil man im Kleinen die Lebensverhältnisse aller stark verändern kann. Und ich sehe große Defizite aus der vergangenen Zeit, aus den vergangenen 10 Jahren und vor allen Dingen auch jetzt den letzten Jahren unter Amtsinhaber Markus Lewe und von daher ein großes Motiv, hier auch tätig zu sein. Ich selber bin im westlichen Münsterland als zweite von 6 Kindern auf dem Bauernhof groß geworden. Ich kenne die soziale Frage sozusagen am eigenen Leib sehr, sehr gut, kenne wirtschaftliche Sorgen, kenne auch dieses, dass man eine Chance braucht, damit man vorankommen kann. Und das war in meiner Jugend ebenso, dass es doch eine große Öffnung gab, gerade der Bildung ein großer Stellenwert damals zugekommen ist, der mir dann auch ermöglicht hat, auch als Kind von einem kleinen Bauernhof dann weiterführende Schule zu machen, zu studieren und so weiter.
Und das ist etwas, was mich immer sehr umgetrieben hat, weshalb ich in meiner persönlichen Geschichte zum Beispiel eine Sozialhilfeberatung vorangebracht habe, das Kultur- und Begegnungszentrum am Bahnhof mitgegründet habe. Also ich habe sehr, sehr viel dafür, dass man eine Stadt solidarisch und offen gestaltet und jedem seine Chancen gibt. Und gleichzeitig weiß ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir für den Erhalt unserer natürlichen Umwelt sorgen. Und ich weiß auch, dass in dem Kontext einfach auch Arbeitsplätze entstehen können. Alles klar. Vielen Dank, Frau Kleinschmeink, für Ihre kleine Vorstellung. Und wir kommen zu Herrn Götting. Ihre Wahlplakate hängen jetzt noch nicht so lange, dass sich mir eingeprägt hätte, ob ein Spruch überhaupt darauf ist. Aber ich denke mal, die Hauptsache wird sowieso sein, dass Sie sich und Ihr Profil einmal kurz vorstellen. Ja, herzlichen Dank. Das will ich sehr gerne tun. Mein Name wurde ja schon erwähnt. Auch das, was ich bisher politisch gemacht habe, wobei ich nochmal Wert darauf legen möchte, festzuhalten, dass ich Politik eben im Unterschied zu meinen Mitbewerbern, meiner Mitbewerberin bisher lediglich ehrenamtlich gemacht habe und nicht als Beruf. Von Beruf bin ich selbstständiger Kaufmann. Wir hatten lange Zeit ein Ladenlokal hier in der Stadt. Dieses Geschäft habe ich mittlerweile reduziert, praktiziere es aber immer noch und insofern hat sich an dieser Berufsbezeichnung nichts geändert. Andererseits hat sich aber aus dieser Berufstätigkeit eben ein Denken und ein Sinn ergeben, um möglicherweise Probleme, die es in dieser Stadt gibt, etwas anders zu betrachten und um auch etwas andere Lösungsansätze dafür zu finden. Unser Slogan in diesem Wahlkampf, der vielleicht auf den Plakaten nicht so ersichtlich ist, den wir aber auf unseren Flyern deutlich propagieren, heißt Gutes besser machen. Das resultiert zunächst aus der Tatsache, dass sämtliche Umfragen, die es in letzter Zeit hier zu dem Thema, wie fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in Münster gegeben hat, bestätigen, dass sich eben die Bürgerinnen und Bürger hier in dieser Stadt mit über 90-prozentiger Mehrheit gut bzw. sehr gut fühlen. Also eine Basis, von der man ausgehen könnte. Nun könnte man ja auch sagen, wenn das denn so ist, ja, dann ist es ja gut, dann was soll man da ändern, dann könnte es ja so bleiben. Nein, das wäre zu kurz gedacht, denn wir haben Probleme und es kommen weitere Probleme auf uns zu und die müssen gelöst werden. Und deswegen kommt dann der Nachsatz besser machen, was wiederum zweierlei bedeutet. Nämlich zum einen die Dinge tatsächlich besser zu machen und zum zweiten das Bessere eben auch tatsächlich zu machen. Denn das ist der große Unterschied, den ich sehe zu der Politik des amtierenden Oberbürgermeisters, wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben, dass da viel geredet wurde, dass es viele Spatenstiche gab und viele Grillwürstchen, aber es wurden die entscheidenden Dinge nicht angepackt und nicht gemacht. Und aus dieser Perspektive war es für mich, ja, ich will nicht gerade sagen eine Pflicht, das wäre sicherlich etwas übertrieben und zu hoch gehandelt, aber schon eine deutliche Herausforderung zu sagen, na, wollen wir doch mal schauen, ob man da nicht was ändern kann. Und was Sie dann ändern wollen, das, darüber werden wir dann später auch ein wenig eingehender sprechen. Herr Seemann, wie schon gesagt, Sie sind jetzt auch schon bei einigen Wahlen als Einzelbewerber angetreten. Trotzdem weiß ich nicht, ob allen Ihr Name tatsächlich etwas sagt, auch wenn Sie ihn vielleicht schon auf den Wahlzetteln gesehen haben. Insofern finde ich es gut, wenn Sie hier auch die Gelegenheit nutzen könnten, sich und Ihre Position ein wenig vorzustellen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Harry Seemann. Ich mache jetzt diese Wahlgeschichten seit 2004. Das ist jetzt meine dritte Oberbürgermeisterwahl, meine 10. Insgesamtwahl. Und meine zweite Einladung, so wird hier Demokratie rausgehalten aus dem Publikum, leider, ne? Weil wir werden ja von Industrie und ja,
vor allem der Presse regiert. Weshalb mache ich das? Also ich bin gelernter Dekorateur bei Karstadt hier, dann habe ich umgeschult mal als chemisch-technischer Assistent, aber kritisch, habe eigentlich nur einmal eine Einstellung gekriegt. Dann habe ich nochmal umgeschult als Bademeister, aber leider dreimal versagt beim Klamottenschwimmen. Ein bisschen gewollt, weil ich hätte in Münster keine Anstellung gekriegt. Das habe ich sogar schriftlich. Ja, wie bin ich jetzt zur Politik gekommen? Also ich hatte dann nach der Bademeisterumschulung Zeit und um 17 Uhr, da fangen dann die Ausschüsse an und dann bin ich nachmittags in die Ausschüsse gegangen. Hab mir das mal angeguckt, wie das so läuft, bis dann Verschiedenes aufgerufen wird und dann muss man ja gehen als Bürger. Dann kommen nämlich Namen und Preise auf den Tisch. Das darf der Bürger nicht wissen. Ne? Gut, dann habe ich gesehen, was im Rat dann nachher in der Vorlage steht und was dann noch besprochen wird und wie das dann doch alles sehr verkürzt für den Bürger dargestellt wird. Gut. Was habe ich sonst noch? Ach so. Ich wollte mich erst noch bei den Rot-Grünen hier bedanken für die 98er Regierung. Ne, der soziale Abbau, Bankergeschenke, Unternehmensgeschenke, Millionäre werden belohnt. Die Altersarmut steigt, ist im Kommen und wird uns alle noch erreichen. Also die jetzt nicht gerade Millionär sind und schwere ja, im oberen Segment sich vergnügen können. Mit Mini-Besteuerung. Was hatte ich dann noch? Ja, meine Angelegenheiten sind vor allem Bürgerangelegenheiten der Schwachen, der Arbeitslosen. Ich bin die Mahnwache jeden Montag vom Rathaus seit 10 Jahren, 17 Uhr, meine Bürgersprechstunde. Und seit 13 Jahren mache ich vor der AGE und vom Arbeitsamt die Statistikveröffentlichung, weil es steht ja alles drin, wie viel Arbeitssuchende es gibt, wie viel Arbeitslose und wie viel arbeitsoffene Stellen es überhaupt gibt. Das sind 15.000 Arbeitssuchende plus minus und 1.700 offene Stellen. Und dafür sollen die sich dann bewerben wie die Verrückten mit Zwang und Drangsalierung. Das ist irgendwie total am Menschen vorbei. Ja, das ist eigentlich meine, und ja. Und wenn ich gewonnen habe, dann gebe ich einen aus, übrigens. Alles klar, ja. Vielen Dank auch an Sie, Herr Seemann. Ja, jetzt haben wir Sie vier einmal kennengelernt, aber wir sind gestern mal in Münster unterwegs gewesen und haben uns unter den Münsteranerinnen und Münsteranern umgehört, ob die Bevölkerung denn Sie kennt, ob die Bevölkerung weiß, wer kandidiert. Wissen Sie denn, wer bei der Oberbürgermeisterwahl antritt? Eigentlich nicht. Es tut mir leid. Weiß ich nicht, nein. Nein. Nein, weiß okay. Ich nicht. Ich kenne eigentlich nur Markus Lewe. Ich habe zwar schon ganz viele irgendwie auf den Schildern gesehen, wenn ich irgendwie mit dem Auto fahre, aber im Grunde genommen kenne ich im Moment nur Markus Lewe. Markus Lewe, klar. Und den, wie ist der, Jochen Könke? Die kennt man ja von den Bildern überall in der Stadt. Markus Lewe wird eintreten von der CDU. Dann Frau Klein-Schmeink von der SPD. Weitere Kandidaten habe ich jetzt so nicht entdeckt. Das ist natürlich der Markus Lewe, der Hanning und der Könke. Markus Lewe, Jochen Könke und eine Frau von den Grünen, deren Namen ich vergessen habe. Könke. Schmähen. Und ein vierter, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, weil ich den nicht so wichtig fand. Und natürlich Harry Seemann. Na also, da war der Damen. Ja, das eine oder andere müsste da ja jetzt sicherlich noch berichtigt werden von dem, was die Münsteranerinnen und Münsteraner aufgezählt haben. Korrekte Antworten waren natürlich schon dabei, aber insgesamt muss man jetzt schon sehen, okay, nicht alle Kandidaten sind tatsächlich bekannt.
Wenn ich die Frage direkt an Sie richte, Herr Götting, jetzt sind Sie tatsächlich von den Bürgerinnen und Bürgern nicht so sehr genannt worden. Dazu muss ich sagen, wir sind in der Mittagspause losgezogen. Das kann dann natürlich auch einiges erklären, was die mentale Verfassung betrifft. Aber alarmiert es Sie, wenn Sie niemand dort nennt? Oder müssen Sie dann einfach noch für mehr Bekanntheit sorgen? Ja, ich denke, da müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass wir ja als FDP die Plakate für meine Kandidatur als letzte aufgehängt haben, weil wir uns an die ungeschriebene Regel gehalten haben, ab 6 Wochen vor Wahltermin. Das war für uns so eine praktikable Lösung und daran haben wir uns gehalten. Gut, dass mich nun nicht jeder auf der Straße kennt, das wird auch in 3 Wochen noch so sein. Da wird man einen 100-prozentigen Bekanntheitsgrad sicherlich nicht erreichen. Ich persönlich habe eher andere Erfahrungen. Nun klar, wenn mich Leute ansprechen, dann sind das in der Regel auch Leute, die ohnehin schon mal irgendwann aus irgendeinem Grunde mit mir zu tun gehabt hatten und das dann einfach inzwischen spitz bekommen haben, dass ich kandidiere. Also insofern mache ich mir darüber im Moment keine Sorgen und es bereitet mir keine schlaflosen Nächte. Alles klar. Herr Künke, Ihr Name wurde ja jetzt dann schon häufiger genannt. Die Münsteranerinnen und Münsteraner kennen Sie, kennen Ihren Namen. Aber gerade wenn man sich jetzt auch die Wahlbeteiligung gerade bei Kommunalwahlen ansieht, die ja bisher im Verbund mit den Oberbürgermeisterwahlen gewesen sind, auch meinen Sie nicht, dass die Bedeutung von Kommunalwahlen, von Kommunalpolitik an sich unterschätzt wird von den Bürgerinnen und Bürgern? Nein, das glaube ich eher nicht. Ich glaube aber, dass durch die Entkopplung der Ratswahl und der Bezirksvertretung natürlich viel weniger Menschen unterwegs sind bei diesem Thema und damit auch weniger Diskussion dazu stattfindet. Meine Wahrnehmung ist, wir sind ja alle und ich insbesondere, wir sind ja viel unterwegs, wir sind viel auf der Straße im Moment auch, wir sind auf öffentlichen Plätzen, diskutieren mit den Menschen, sind in geschlossenen Veranstaltungen, diskutieren mit den Menschen und ich nehme sehr wohl wahr, dass es viele Menschen gibt in dieser Stadt, die sich sehr viel Gedanken machen um die Entwicklung, die auch sehr genau wissen, was ein Oberbürgermeister an Funktion hat und die sich sehr schlau machen. Und wenn ich das jetzt dagegen setze, dann glaube ich schon, dass die Bedeutung dieser Wahl bekannt ist, dass aber auf der anderen Seite dadurch, dass alle Parteien jetzt nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, insgesamt das Gesamtbild nicht so stark sein kann wie bei anderen Wahlen. Also das würde ich so für mich in Anspruch nehmen, das von meiner Wahrnehmung. Und die andere Situation ist natürlich, dass dadurch, dass wir im Moment eine Situation haben, in dem eine demokratische Spielregel komplett verletzt wird. Das heißt, dadurch, dass der Amtsinhaber sich den Herausforderinnen und Herausforderern nicht stellt, ist es natürlich so, dass die Menschen gar nicht wirklich wählen können in dem Moment, in dem sie die Dinge direkt vergleichen können. Und das halte ich für, also für unsere Demokratie eigentlich für ein Drama. Ich meine, dass es sich nicht gehört, so umzugehen. Und wenn man sich vorstellt, dass die Begründung dazu ist, die Bevölkerung erfährt da nichts Neues. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Ganz unterschiedliche Interessenslagen. Wir, Entschuldigung, Herr Seemann, weil Sie bei den anderen nicht dabei waren, ich benenne jetzt mal Frau Klein-Schmeink und Herr Götting, wir waren bei Eltern, wir waren im Kita-Bereich, wir waren in der Universität, bei den Politologen und überall, wo sich Menschen zusammengetan haben und haben gesagt, wir haben Interesse daran, was sind das für Menschen, was haben sie für Politikentwürfe, wie gehe ich mit denen um? Da sind wir hingegangen natürlich, weil die Demokratie das nach meinem Verständnis verlangt und es ist für mich demokratietheoretisch eine Katastrophe, wenn man sich diesen Diskussionen nicht stellt. Frau Klein-Schmeink, ich habe ja
Wir haben jetzt gerade schon gehört, Sie sitzen im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen, sind dort, wenn ich es richtig weiß, auch gesundheitspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion. Werden Sie das Ganze tatsächlich aufgeben, wenn sich hier die Chance ergibt, dieses Amt zu erreichen? Für mich wäre so das Stichwort, ja, so die vergangenen Landtagswahlen und der CDU-Kandidat, dem dann ja doch angehaftet hat, schätzungsweise eben doch nicht nach Düsseldorf wechseln zu wollen. Sagen Sie bitte einmal kurz was dazu, auch was Sie sich vielleicht für Chancen tatsächlich ausrechnen für die Wahl. Ja, ganz grundsätzlich habe ich ja im Eingangsstatement schon gesagt, dass es, ich es tatsächlich ausgesprochen attraktiv finde, die Rolle und die Funktion einer Oberbürgermeisterin auszuführen. Ich habe die Kommunalpolitik sehr geschätzt, weil das ist ein Feld, wo man sehr unmittelbar tatsächlich die Lebensverhältnisse in einer Stadt, in einem Gemeinwesen mitformen kann. Und ich fand immer sehr spannend, dass wir in Münster die Gelegenheit hatten, für einige Felder die Stadt zu profilieren und gleichzeitig mit den Bürgern zusammen weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die hohe Lebensqualität, die ja die meisten und auch Attraktivität unserer Stadt, die die meisten betonen, hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, dass man sagt, man kann in Münster gut leben und wir haben gleichzeitig eine relativ soziale Stadt, also eine aufgeschlossene Stadt. Und insofern finde ich das ausgesprochen attraktiv. Im Bundestag tut man andere Dinge, auch das tue ich gerne. Ich bin auch sehr, sehr gerne Gesundheitspolitikerin, weil man auch da natürlich sehr unmittelbar die Lebensverhältnisse mit gestalten kann oder kritisch anmahnen kann, dass zum Beispiel im Bereich der Pflege viel passiert. Aber gerade das ist auch wieder ein Beispiel dafür, warum so eine Kommune auch sehr wichtig ist, weil die genaue Ausgestaltung und ob das gut organisiert ist, ob das gut ineinander greift und für jeden wirklich zugänglich ist, das entscheidet sich auf einer kommunalen Ebene. Und gerade wir Grünen haben für lebendige Stadtteile beispielsweise im Rat sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Das ist heute als Prinzip Quartierskonzepte sowohl im Land als auch im Bund Teil der Gesetzgebung. Da haben wir quasi in Münster laborhaft, gerade wir Grünen, etwas angeschoben, was dann vorangegangen ist. Und das haben wir bei der Fahrradtauglichkeit der Stadt oder Fahrradfreundlichkeit. Und ich denke, es gibt viele Felder, wo wir genau das voranbringen könnten. Und natürlich wäre es dann so, dass ich dann mein Mandat niederlegen würde. Es ist überhaupt nicht vorstellbar, dass man das parallel macht. Und ich kann nur sagen, ich mache das mit ganzem Herzen. Ich weiß auch sehr gut, was auf mich zukommen würde, weil ich ja eben durch die lange kommunalpolitische Erfahrung sehr gestaltend mitgewirkt habe. Und man muss sich einfach vorstellen, vor 20 Jahren, das war eine Situation, da gab es keinen einzigen SPD-Dezernenten eine ganze Zeit und keinen einzigen Grünen-Dezernenten, sodass wir auch als Rat sehr, sehr viel anpacken mussten, gestalten mussten. Deshalb habe ich auch eine sehr konkrete Vorstellung dazu, wie eine Verwaltung zu leiten ist oder wie man schaffen kann, die alle Dezernate miteinander unter eine Richtung zu bringen. Und genau das ist das, was fehlt in dieser Stadt. Das hat Herr Götting richtig ausgedrückt. Wir haben zwar viele schöne Beschlüsse, beispielsweise für ein gutes Klimaschutzkonzept, aber wir haben nicht eine Verwaltung, die stringent genau in diese Richtung arbeitet. Und genau das müsste passieren, auch im Bereich des Sozialen fehlt auch das. Wir haben viele Beschlüsse auch aus dem Rat raus, zum Beispiel gegen Kinderarmut und zur Armutsprävention. Aber das in ein stringentes Handeln zu bringen, das wäre Aufgabe einer Oberbürgermeisterin, die dann dafür sorgt, dass alle auch wirklich an einem Strang ziehen. Und dafür kann man Berlin dann ja schon mal aufgeben. Ja. Herr Seemann, bei vergangenen Wahlen sind Sie oftmals angetreten und unter ferner Liefen gelandet, wenn man ehrlich ist. Aber geht es Ihnen da ums Prinzip oder warum tun Sie sich das an? Ja, 2004 habe ich zufälligerweise den OB Tillmann mit 570 Wählern in die Stichwahl getrieben. Darauf wurde die Tiefgarage nicht gebaut.
20 Millionen habe ich dem Bürger erspart an einer Blödsinnsbaustelle, ne, die 2 Jahre gedauert hätte und viele Geschäfte in der Umgegend in den Ruin getrieben hätte. Wir sprechen von einem möglichen Parkhaus unter dem Ludgeri-Kraus. Unter dem Ludgeri-Kraus, genau. Ne? Ja, das waren alles solche Leuchtturmprojekte, ne? Weil wir haben es ja, ne? Wir machen ja jedes Jahr 50 Millionen neue Schulden, hurra, hurra. Es geht immer so weiter. Die nachfolgenden Generationen werden schon irgendwie zahlen. Und ja, warum mache ich es? Also nicht aus rein Selbsterstellung, aber das war ein Grund, warum ich weitergemacht habe. Aber ich bin leider durch die Höferpresse, so gut es geht, verschwiegen worden. Bei der letzten Wahl fiel ich dann unter andere, da war ich nicht mal mehr namentlich erwähnt. Ja, so läuft das hier in Münster. Das Bürgerfernsehen lädt sich aber ein. Ich bin jetzt auch noch in anderen Sachen eingeladen. Ja. Ne? Also das Volk hat doch dazugelernt, glaube ich. Woran hat es gelegen, dass es bei Ihnen jetzt etwas länger gedauert hatte mit der offiziellen Kandidatur? Das fragen Sie mal den Höfer. Oder meinen Sie jetzt die jetzige OB-Wahl? Ja, jetzt die jetzige OB-Wahl. Ja, ich habe bis 3 Tage vorher noch Unterschriften gesammelt. 336 360 brauchte ich. Und dann habe ich auch eine Woche später, als die FDP erst mal eine 30 kleinen Pappen aufgehängt, das waren mal 90, ne, sind aber geschmälert worden durch Vandalismus und Diebstahl. Und ich habe keine neuen mehr dazu gekauft, weil ich muss das ja selbst finanzieren, werde unterstützt durch meinen Kopierladen ein bisschen, aber auch nur in den letzten 2 Wahlen. Alles klar, jetzt vielleicht eine offene Frage in die Runde. Herr Lewe ist in der Stadt ja ziemlich bekannt, hat einen größeren Namen. Wie Herr Götting bereits angesprochen hat, laut Statistik zumindest fühlen sich sehr viele Münsteranerinnen und Münsteraner sehr wohl in dieser Stadt und es geht ihnen gut oder sehr gut. Manchmal kommt es so herüber, dass es echte ideologische Grabenkämpfe in dieser Stadt gar nicht mehr so gibt. Und ja, deswegen wäre meine Frage, wie versuchen Sie dagegen anzukommen? Denn tatsächlich, wenn es einem gut geht, dann neigt man dann ja eher dazu, so politisch etwas apathisch zu werden. Und ja, zudem kommt natürlich auch noch, dass Markus Lewe geradezu überparteilich gerade wirkt. Also ich weiß nicht, ich habe den Namen der CDU zum Beispiel nicht auf den Wahlplakaten gesehen, aber ich weiß es nicht, Sie können mir vielleicht dazu mehr sagen. Offene Frage. Ja. Ich, wenn ich... Okay, bitte. Ja, also Sie haben gerade etwas angesprochen, da bin ich sicher, dass die Bevölkerung in Münster nicht so dumm ist. Ich sage das mal einfach. Da wird versucht zu suggerieren, dadurch, dass man nicht zeigt, aus welcher Partei man kommt, dass man für alle Bürgerinnen und Bürger... Der Oberbürgermeister sei ohne Partei. Alle, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass dieser Oberbürgermeister straff und regelmäßig nur mit der CDU im Rat über die gesamte Legislaturperiode entschieden hat und nicht mit anderen Parteien konsensual die Dinge geregelt hat. Das heißt, insofern, die Menschen sehen das. Wenn Sie aber fragen, was wir für Unterschiede haben, dann will ich von mir einmal sagen, diese Stadt bereitet sich nicht auf die Zukunft vor. Wir haben in dieser Stadt immer weniger bezahlbaren Wohnraum von Jahr zu Jahr. Wir haben immer weniger Fläche, auf der wir Wohnungen produzieren können oder bauen lassen können. Und durch diese Politik, die wir wahrnehmen, haben wir die Situation, dass in dieser Stadt ein Normalverdiener kaum eine adäquate Wohnung in der Innenstadt bekommen kann. Es ist aber noch viel schlimmer nach meinem Verständnis, weil wir haben viele Menschen, die überhaupt keine Wohnungen mehr in dieser Stadt bekommen, weil wir eine reale Wohnungsnot haben. Zu diesem Thema werden wir im Übrigen dann auch später dann noch kommen. Das stimmt, aber da bin ich nicht mehr da. Lassen Sie mir bitte die Möglichkeit zu sprechen, weil ich fände das sonst nicht ganz fair, wenn ich dazu nicht sprechen darf. Herr Künke muss uns leider wegen eines Anschlusstermins verlassen gleich. Also insofern. Und das hatten wir verabredet, dass ich früher gehen kann. Das werden Sie dann sicherlich rausschneiden, bitte. So, die Situation ist schlicht und ergreifend so, dass wir für Flüchtlinge
die aus den Flüchtlingseinrichtungen in normale Wohnungen ziehen könnten, keine Wohnungen bekommen. Wir bekommen für junge Familien, die umziehen wollen, weil sie Kinder bekommen, keine Wohnungen. Wir haben eine Mietpreissituation, dass wir in der Innenstadt zum Teil schon 20 Euro pro Quadratmeter aufrufen. Und das heißt für mich nicht, dass in dieser Stadt alles in Ordnung ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, sondern das heißt, dass in dieser Stadt etwas zu tun ist, auf dem Hintergrund, dass wir noch 50.000 Menschen in den nächsten 25 Jahren erwarten in dieser Stadt, ist das die vordringlichste Aufgabe, zunächst mal dafür zu sorgen, dass wir genug Wohnraum haben und mit diesem Wohnraum auch dafür sorgen, dass wir die ordentliche soziale Infrastruktur besorgen. Und da setze ich mich komplett von dem Amtsinhaber ab. Nicht nur, weil ich eine höhere Zahl ansetze, diese höhere Zahl setze ich auch bewusst an. Weil wenn wir die Zahl nehmen, die der Amtsinhaber nimmt, dann bedeutet es de facto, dass wir weiterhin akzeptieren, dass wir nicht genug Wohnraum haben. Wir haben Anstrengungen zu unternehmen für unsere Bürgerinnen und Bürger, dass endlich die Menschen dort wohnen können, wo sie möchten. Und das ist mir besonders wichtig, das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, denn ich weiß, dass sich aus dem Wohnen heraus fast alles im Leben entwickelt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir fair in dieser Stadt Wohnraum verteilen können. Ich glaube, diesen Eindruck, den teilen auch sehr viele Münsteranerinnen und Münsteraner. Genau, Herr Könke wird uns jetzt leider verlassen müssen, wenn ich das richtig sehe. Ach so. Ja. Insofern werden wir diese Frage jetzt einmal zurückstellen, denn Herr Könke hat schon recht gut auf unser nächstes Thema dann hingeleitet. Bei unserer vorhin gezeigten Umfrage haben wir nämlich auch die Bürgerinnen und Bürger gefragt, welche Themen Ihnen denn besonders unter den Nägeln brennen, was für Fragen für Sie wichtig sind und was für Wünsche Sie haben, womit sich mehr auseinandergesetzt wird in dieser Stadt. Und die Ergebnisse, die schauen wir uns jetzt einmal an. Ich finde, der Sport könnte noch ein bisschen mehr in Betonung gesetzt werden, natürlich der Ruderverein vor allem. Ich weiß, dass schon viel gemacht wird, aber bestimmt kann man da immer noch ein bisschen mehr unterstützen. Klar, Fahrradfahren macht Spaß und ist wichtig in Münster und das ist schön, wenn das weiter so bleibt, dass alles in Münster fahrradfreundlich ist. Also die Radfahrer fahren es hier wirklich, wie sie wollen und man muss einfach mal ein ganz neues Konzept entwickeln, dass das alles ein bisschen sicherer wird und dass mehr Leute auch dann umsteigen auf die Busse und auf die Fahrräder. Ja, dass wir erstmal für die Obdachlosen mehr gesorgt werden sollen, anstatt für Flüchtlinge ist alles okay, aber die anderen... Dass Münster eine Stadt der Vielfalt ist und dass Münster eine lebenswerte Stadt bleiben soll, in der alle Menschen auch zu ihrem Recht kommen und dass diese Stadt auch für alle Menschen Platz hat. Da ich viele Freunde habe, die halt studieren und ich selbst auch mal studiert habe, kenne ich halt diese Wohnungsnot irgendwie. Und daher spricht mich das schon an, wenn man so eine Mietpreisbremse vielleicht mal in Betracht zieht oder vielleicht auch mal mehr Wohnraum für Studenten oder generell junge Leute schaffen würde. Das ist mir eher am wichtigsten schon fast. Also Wohnplätze für Studenten wären toll in Münster. Dass auch Leute, die in der Ausbildung sind oder Studenten, dass sie mehr bezahlbaren Wohnraum haben. Stadtentwicklung ist für mich eigentlich auch ein wichtiges Thema, vor allen Dingen auch eben da die Entwicklung, was die Mieten angeht, was den Wohnraum angeht, dass es eben genug Wohnraum gibt, der auch bezahlbar ist. Ja, wir hören es. Wohnraum ist auch bei den Bürgerinnen und Bürgern eigentlich so das vordringliche Thema, das wichtige Thema. Insofern scheint dies Ganze ja auch eine wirklich sozialpolitische Wahl bis zu einem sehr hohen Grad sogar zu sein. Und daher, wir waren ja eben schon mit Herrn Könke ein wenig in diese Diskussion eingestiegen. Vielleicht, wenn ich die Frage an Sie, Frau Kleinschmeink, einmal weitergebe. Was kann überhaupt so eine Kommune, was kann ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin denn tun bei hohen Mieten, bei Stichwort Mietpreisbremse fiel gerade. Was könnten Sie da tun? Also ganz grundsätzlich wird ja deutlich, dass eins der ganz großen Versäumnisse tatsächlich die Wohnungspolitik in Münster gewesen ist. Und zwar nicht von jetzt auf gleich, sondern da sind die letzten 6 Jahre ganz, ganz drastisch, ist einfach Zeit verspielt worden, ist nicht richtig gehandelt worden. Da muss ich leider die SPD auch ein bisschen mit in Haftung nehmen, weil sie zusammen mit
der CDU, zum Beispiel das große Baugebiet bei Winkhaus am Ring, Piusallee, vergeben hat, ohne eine Bindung darauf zu machen, dass da auch preisgebundener, damit auch erschwinglicher Wohnraum entsteht. Das gibt es ja jetzt erst als Regelung durch die Grünen und die Linken in den Rat eingebracht, als sozialgerechte Bodennutzung. Seit 2 Jahren ist es jetzt so, dass wir eine feste Regelung haben, dass bei jedem neuen Baugebiet, was ausgewiesen wird, und bei jedem Baugrundstück, was wir vergeben, dass dann eine feste Quote gelten muss, um eben preisgebundenen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig auch Mehrfamilienhäuser zu schaffen. Weil in der Vergangenheit war die Philosophie der CDU, auch der FDP in all den Ratsjahren, die ich erlebt habe, dass man sehr stark auf Einfamilienhäuser gesetzt hat. Wir wissen aber, dass gerade junge Familien brauchen Mietwohnungen. Und sie wollen auch, brauchen natürlich erstens bezahlbaren, und sie brauchen eine Infrastruktur drumherum, Kita-Plätze, Schulplätze, die dann auch gut erreichbar sind und insgesamt Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Ja, aber was können Sie da konkret tun? Also in der jetzt kommenden Zeit, in den nächsten 5 Jahren, werden in etwa 1500 Wohneinheiten jährlich entstehen können. Da muss man sich wahrscheinlich tatsächlich an den Verwaltungszahlen festhalten. Und da bringt es auch überhaupt nichts, in einen Wettbewerb, wer kann mehr, einzusteigen, weil all das, was jetzt nicht geplant ist für den Wohnungsbau, kann man auch nicht bebauen. Und insofern ist das gar nicht möglich, sich einfach neue Zahlen zu setzen, sondern das ist ein Handicap. Aber wir können dafür sorgen, dass der Wohnraum, der geschaffen wird, dann, oder die Grundstücke, die die Stadt vergibt, dann auch wirklich vorrangig für den Mehrfamilienhausbau und für preisgebundenen Wohnraum genutzt werden. Zusätzlich ist es natürlich wichtig, weil wir müssen in die Zukunft gucken, dann auch zu schauen, was sind eigentlich die Gebiete, die wir entwickeln können, wo wir uns darauf vorbereiten können, dass wir eine wachsende Stadt sind. Und da wäre aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, wenn wir die Deutsche Bahn auch gewinnen könnten, das ganze riesige Areal des Güterbahnhofs endlich zu sanieren, freizugeben. Das liegt mitten in der Stadt, ist leicht zugänglich und gleichzeitig eine Riesenfläche. Wenn wir die erstens sanieren könnten und dann für den Wohnungsbau und Kleingewerbe nutzen könnten, das wäre ein wirklich wichtiger Punkt. Genauso würde ich mir dringend wünschen, an der Manfred-von-Richthofen-Straße haben wir ja mit dem Luftfahrtkommando auch eine riesige Fläche, die nur teilweise in kleinsten Bereichen genutzt wird. Wenn wir die für Wohnungsbau erschließen könnten, dann wäre das eine wunderbare Geschichte, und wo wir auch einen großen Sprung machen können. Und dann muss man noch eine wichtige Geschichte sagen. Ich müsste Sie ein wenig bremsen. Wir haben hier ein relativ kompaktes Format. Deswegen, wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz noch die anderen Kandidaten zu diesem Thema hören möchten, dann haben nämlich gleich unsere Zuschauer hier im Publikum im Studio noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Insofern denken Sie schon einmal darüber nach. Vielleicht haben Sie ja eine Frage an die Kandidaten. Herr Götting. Ja, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Frau Klein-Schmeying hat ja mit den von ihr eben angesprochenen Einzelaspekten und Einzelprojekten völlig recht. Da sitzen Potenziale, und das zeigt aber eben auch wiederum, dass es der Oberbürgermeister mit seiner Stadtverwaltung versäumt hat, in den letzten Jahren solche Potenziale zu entwickeln und so weit vorzubereiten, dass sie heute baureif wären. Denn nehmen wir nur mal das Beispiel Güterbahnhofsgelände, wenn das tatsächlich mal dazu kommen sollte, da vergehen ja auch wieder Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte fast, also bis so etwas gemacht werden kann. Denn das zeigt letztendlich ja auch das Grundproblem dieser ganzen Misere, nämlich die Frage, wo bekommen wir zu vernünftigen Preisen entsprechende Grundflächen her, die dann überhaupt bebaut werden können, wiederum so, dass man darauf Mietwohnungen errichtet,
im unteren und mittleren Preissegment. Ja, Frau Kleinschmeink hat es ja auch schon gesagt, die entsprechenden Flächen sind ja eigentlich auch da. Ja, gut, aber das reicht ja auf die Dauer nicht, denn auch die 1500 Wohnungen, die jetzt jährlich gebaut werden sollen, ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Münster Stein. Münster ist eine stark wachsende Stadt. Nach dem allein schon jetzt festgestellten Bedarf und nach dem prognostizierten Zuwachsbedarf müssten es ja, ich weiß nicht, doppelt oder noch mehr so viele sein, um das wirklich einmal grundlegend in den Griff zu bekommen. Und da ist eben, wie gesagt, da muss man noch sehr viel Fantasie und Ideen und Kreativität entwickeln, um herauszufiltern, wo kann das passieren. Alles klar, Dankeschön. Herr Seemann, noch kurz, wie gesagt, wir wollen gerne gleich zu Publikumsfragen kommen. Ja, der Letzte ist immer der Gekniffene, ne? So sieht's aus. Vielleicht werden Sie als Erster gefragt. Ich will mal kurz in die Vergangenheit noch gehen. Düsseldorf hat doch hier die ganzen Wohnungen verkauft an die LEG, ne? Wohnungsgesellschaft Münsterland. Das waren Schwarz-Gelb, die es eingetütet haben, und Rot-Grün haben es durchgeführt. Ne? Da sicher. Nein. Das war genau in der Zeit, hören Sie auf. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, also die sind alle verschwunden, privatisiert worden, kapitalisiert worden. Ja, so kann man doch nicht bürgernah arbeiten. Na, wir müssen genossenschaftlich denken. Und, genossenschaftliches Wohnen, schlagen Sie. Ja, sicher, dann gehört nämlich der Wohnraum allen. Ne? Wir sind alle die Profiteure davon. Ne? Und nicht irgendwelche Kapitalisten, die sich da die Taschen zumachen. Voll machen. Alles klar, vielen Dank. Das geht so nicht. Ja, wie gesagt, jetzt wollen wir gerne unserem Publikum auch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen zu stellen. Wenn Sie eine haben, bitte aufzeigen, da sehe ich zum Beispiel schon eine. Genau, wir müssen kurz auf das Mikrofon warten, damit die Dame in der zweiten Reihe. Ja, guten Abend, mein Name ist Marie-Louise Dunker. Ich möchte ein ganz neues Thema ansprechen. Die Themen, die bislang angesprochen wurden, sind alle interessant und wichtig. Aber ich kann mich daran erinnern, vor 6 Jahren hat Herr Oberbürgermeister Markus Lewe, den ich leider jetzt nicht danach fragen kann, versprochen, wir bekommen ein neues Südbad. Bislang ist immer noch das Gelände frei, als Brachland liegt es da, es ist ein bisschen abgesichert worden, dass es nicht als wilder Parkplatz genutzt wird. Eine Frage an Frau Kleinschmeink: Wie sieht es aus, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden? Werden Sie das Südbad nach vorne bringen, dass die Menschen, die da vor 6 Jahren sehr, sehr enttäuscht waren, ihr neues Südbad bekommen? Wie das auch immer aussehen mag, ob 25 Meter Bahnen mit gleichzeitigem Wohnen daneben an oder mit 50 Meter Bahnen als Sportbad. Die Wie stehen Sie zu einem neuen Südbad? Ja, danke schön. Bitte. Das neue Südbad ist für mich ein ganz klares Versprechen, was ja tatsächlich schon 2 Kommunalwahlen lang ein Versprechen war. Und anders als Markus Lewe würde ich mich auch genau an dieses Versprechen erinnern. Und im Gegenteil, ich finde erstens, dass dieses Südbad notwendig ist. Wir wissen, dass Zeiten für Vereinsschwimmen, für Schulschwimmen, für öffentliches Schwimmen fehlen. Gleichzeitig beklagen wir, dass die Kinder nicht mehr schwimmen lernen. Also von daher ist da Handlungsbedarf, und gleichzeitig bietet sich diese Fläche auch an, da noch zusätzlich Wohnungen zu schaffen. Ich muss sagen, dass ich es auch sehr enttäuschend fand, dass man in einem Wahlkampf verspricht, daraus ein Bürgerbad zu machen, und direkt nach der Wahl sich nicht mehr erinnern kann, dass das überhaupt ein Projekt war, was für ihn in Frage gekommen ist. Das finde ich wirklich bedauerlich. Ich würde jetzt, so wie die Fraktionen von Grünen und SPD ja auch vereinbart haben miteinander, jetzt die Vorplanung angehen, um dieses Südbad zu errichten. Als beim letztjährigen Hochwasser der grüne Grund vollgelaufen ist, hat ja auch ein Spaßvogel getwittert: Vielen Dank, Herr Lewe, für das neue Südbad. Aber Sie würden sich dann offenbar schon wirklich für einen Neubau stark machen. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Da war, glaube ich, der erste Finger. Der junge Herr im blauen Hemd. Ja.
Ist das an? Ja, ist es an. Hallo Herr Seemann, ich finde das erstmal schön, dass Sie da sind, Hallo. Weil ich das sehr gut finde, dass Leute auch aus der Zivilgesellschaft sich politisch engagieren. Ich frage mich aber, ich finde, wir haben ja am Anfang gehört, das Oberbürgermeisteramt ist ein sehr, sehr großes Amt und man hat eine große Verantwortung für die Verwaltung. Und Sie haben selber gesagt, Sie haben schon mal Ausschusssitzungen besucht. Warum wollen Sie denn quasi oben direkt anfangen und sich als Oberbürgermeister wählen lassen? Und warum fangen Sie nicht erstmal irgendwie an, dass Sie mal Ratsarbeit machen? Also das verstehe ich nicht. Ja, ich habe mich auch da mal als Ratskandidat beworben, übrigens. Ne? Das kann ich nur jedem empfehlen. Dazu braucht man als Einzelkandidat 10 Unterstützerunterschriften. Und eine ist davon die eigene. Die Kanzlerunterschrift. Ja, also wie gesagt, ne, jeder soll, ich mach's vor, dass jeder nachmachen kann. Das ist mein Sinn. Ne, und parteipolitisch organisieren, ja wunderbar, ne, wenn der Vorstand sagt, nee, machen wir nicht. Ja, so läuft das. Beispiel, zum Beispiel was für Arbeitslose zu machen, die soziale Frage haben Sie genannt, Sie haben jetzt mehrfach in der Diskussion zum Beispiel auch von Kapitalisten gesprochen, Banken, wie auch immer. Wie würden Sie das denn als Oberbürgermeister ändern? Also wie würden Sie, was würden Sie konkret beispielsweise machen, um Arbeitslosen zu helfen? Ja, zum Beispiel hier in meinem Programm, das hat hier 10, 12 Punkte, das fängt an mit Einführung von Regionalwährung. Wir müssen Alternativen zur Geldwährung haben, ne, zum Beispiel. Der Euro ist quasi absoluter... Ja, der war und ist das Ende vom Lied, ne, weil es beruht auf Zinseszins, dieses System. Zinseszins ist verboten. Nun ist tatsächlich ja auch Umstellung eines Währungssystems nicht unbedingt eine kommunalpolitische Angelegenheit. Wir dürfen ja gar kein Geld drucken, ne? Das ist ja verboten, aber man kann ein Gutscheinsystem, das gibt es in verschiedenen Städten, ne? Jedenfalls teilweise einführen, damit man auch handeln kann, wenn der Euro zusammenbricht. Nein, und der Zinseszins ist ein Schneeballsystem, das wollte ich sagen. Und Schneeballsysteme sind verboten. Warum der Zinseszins nicht? Ne? Also, es gibt da Sachen, die gibt es gar nicht. Weitere Fragen aus dem Publikum? Da hinten sehe ich eine. Ja, hallo, mein Name ist Monika Urketter. Ich möchte noch mal einmal zurück zur Wohnungspolitik, weil ich das ein sehr wichtiges Thema in Münster finde. Da würde ich gerne von Frau Kleinschmeink noch mal den dritten Punkt hören, den Sie vorhin nicht mehr ausführen durften. Und von Herrn Götting wüsste ich gerne, Sie sagten ja, die Kapazität 1500 Wohnungen jährlich ist zu wenig und da müsste man fantasievoll und ideenreich sein. Welche Ideen hätten Sie denn dazu? Ja, zur Wohnungspolitik komme ich gerne zurück, weil ich glaube, es geht nicht nur darum, dass wir ein höher, schneller, weiter propagieren, sondern es geht darum, Lebensqualität und Wohnraum miteinander zu verbinden. Es geht darum, lebendige Quartiere zu schaffen und zu erhalten. Und es darf auf keinen Fall so sein, dass der große Nachfrageboom an Immobilien in Münster, was ja ähnlich ist wie in München, Stuttgart und ähnlichen Städten, dazu führt, dass die Menschen, die wenig Einkommen haben, an den Rand gedrängt werden und junge Menschen erst überhaupt gar nicht in Münster Fuß fassen können. Und wenn man das will, dann muss man Regelungen schaffen. Die eine hatte ich genannt mit der sozial gerechten Bodennutzung, aber das kann nur ein Punkt sein. Der andere ist, wir müssen auch Regelungen in der Bebauungsplanung schaffen, dass wir das Grün erhalten. Es darf nicht so sein, dass jeder letzte Flecken Grün, den wir in der Innenstadt beispielsweise haben, bebaut wird, einfach weil wir insgesamt dann Preise haben, Grundstückspreise, die das dann sozusagen nahelegen. Da würde ich dafür sorgen, dass wir auch in den Bebauungsplänen Vorgaben machen, dass Grün in den Innenräumen zu erhalten wäre. Also alle kennen ja die Umbauten, die es im Eigentumsbereich gibt, unten eine Garage rein und damit verschwindet sehr, sehr häufig auch der letzte Flecken Grün in den Innenbereichen. Da müssen wir dafür sorgen, dass es zumindest in den Stadtteilen, wo das sehr
wahrscheinlich ist, dass dieser Preisdruck so kommen wird, dass wir da Regeln schaffen. Das ist ein Beispiel. Herr Seemann hatte ein durchaus richtiges Stichwort gegeben mit dem Genossenschaftswohnen. Auch da würde ich mir wünschen, dass es feste Vorgaben gibt bei der Vergabe von Grundstücken, dass Wohnprojekte, Zusammenwohnen von Alt und Jung und Genossenschaften einen festen Anspruch darauf haben, berücksichtigt zu werden, weil natürlich könnten sie sich sonst nie durchsetzen gegen die Höchstbietenden, die von außerhalb kommen und eigentlich nur ein gutes Invest machen wollen, aber hier nicht leben wollen und damit auch nicht beitragen dazu, dass wir lebendige und wirklich lebenswerte Stadtteile haben. Und da kommt einiges auf uns zu, weil wir müssen uns, auch wenn wir eine junge Stadt sind, eine wachsende Stadt, darauf einrichten, dass der Anteil der Hochbetagten immer größer wird. Ja. Und da müssen wir Strukturen schaffen, die dann auch dazu führen, dass man einkaufen gehen kann, dass man Treffmöglichkeiten hat, dass man Unterstützung hat. Und all das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch von Wohnungspolitik. Nun hatten wir eine Anschlussfrage an Herrn Götting noch, wenn Sie darauf noch sich einmal beziehen möchten. Natürlich, werde ich eben machen, wobei ich Ihnen zugeben muss, dass ich auch jetzt aus dem Stand keine Patentlösung für dieses Problem habe, denn dieses Problem ist einfach zu vielfältig und währt auch schon zu lange an, als dass man das jetzt auf einen Schlag zu aller Zufriedenheit lösen könnte. Deswegen eben nur einige Stichworte. Ich beziehe mich ausdrücklich auch auf das, was Frau Klein-Schmeink gesagt hat, denn in vielen Dingen sind wir ja da gar nicht weit auseinander. Wir brauchen die unterschiedlichsten Wohnformen oder andersrum und generell gesagt, beim Denken und vor allen Dingen beim Nachdenken über dieses Problem darf es einfach keine Tabus geben. Da gibt es keine ideologischen Grabenkämpfe, wie Sie vorhin mal angesprochen haben, sondern es geht schlichtweg um die Frage, wie können wir dieses Thema zu aller Zufriedenheit lösen. Die Betroffenen und die Problematik ist Ihnen bekannt. Also, wir müssen über alle denkbaren möglichen Wohnformen nachdenken und Möglichkeiten dafür anbieten, diese zu praktizieren. Wir müssen über alle denkbaren Lösungswege nachdenken, wie wir, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, an Grundflächen kommen, angefangen von dem Stichwort Nachverdichtung über Lückenbebauung, wobei Lücken auch solche sein können, die man heute noch gar nicht als Lücke erkennt, weil sie noch zum Beispiel mit dem Güterbahnhof bebaut sind oder sonstigen Dingen. Ja. Bis hin zu der Frage, müssen wir nicht vielleicht tatsächlich irgendwann irgendwo einen kompletten neuen Stadtteil bauen? Also wir brauchen für alles dies auch eine intensive Diskussion zwischen Bürgern, zwischen Politik, zwischen Verwaltung und wenn es sein muss, auch mit externen Experten, damit wir da zu einem Ergebnis kommen. Also da muss gemeinsam diskutiert werden. Da muss gemeinsam diskutiert werden. Wir müssen schon fast zum Ende kommen. Ich hatte eine Frage hier vorne noch, die ich ganz gerne gestellt bekommen möchte. Ja, genau. Genau. Ja, guten Abend, mein Name ist Javus. Ich bin Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Münster. Meine Frage ist vor allem an Frau Maria Klein-Schmeink und Herrn Götting gerichtet, aber ich möchte auch von Herrn Seemann wissen. Stichwort interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Es ist ja eine bekannte Sache, dass die Menschen mit Migrationshintergrund in den städtischen Bereichen sehr weit unten repräsentiert sind. Ja. Und dann jetzt möchte ich von euch wissen, welche Programme Sie haben im Falle Ihrer Wahl, Frau Maria Klein-Schmeink, Herr Götting. Und Herr Seemann, welche Maßnahmen werden Sie treffen, damit die Zahl der Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund in den städtischen Bereichen tätig werden, damit dieser Anteil erhöht wird? Aus zeitlichen Gründen werde ich auch um kurze Antworten bitten müssen, aber ich denke, Sie werden trotzdem inhaltlich das ein oder andere sagen können. Die Frage hat sich an alle gerichtet, insofern. Ja. Ich fange gerne an. Es ist ja in der Tat so, dass Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Stadtverwaltung wirklich unterrepräsentiert sind und das, obwohl sie in vielen Bereichen ja gerade auch mit
Kunden oder Bürgern zu tun haben, die aus diesem Hintergrund kommen und das ganz, ganz wichtig auch als zusätzliche Kompetenz wäre. Insofern gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es das Verfahren einer anonymisierten Bewerbung, wo eben nicht deutlich ist, schon am Nachnamen, dass man aus einem Migrationshintergrund kommt und dass dann tatsächlich in einem Bewerbungsverfahren schlichtweg die Kompetenz zählt. Weder ob Frau oder Mann oder eben Migrationshintergrund, sondern schlichtweg erstmal die Kompetenz. Und das ist ganz, ganz deutlich durch viele Studien, dass dann auch viele mit Migrationshintergrund eine viel bessere Chance hätten. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, was ich eben auch mit zusätzlicher Kompetenz beschrieben habe, wenn es so ist, gerade in der Flüchtlingsarbeit, in der Integrationsarbeit, aber in allen Erziehungsberufen, ist es eine wichtige zusätzliche Kompetenz, eben mit dem anderen kulturellen Hintergrund umgehen zu können. Und wenn ich das als Ausschreibungsmerkmal ernst nehme, dann würde sich automatisch auch die Chance erhöhen für Bewerber mit diesem Hintergrund. Und von daher sind das zwei Elemente, die ich sehr stark voranbringen würde, wenn es um die Schaffung von Arbeitsplätzen ging. Vielen Dank. Herr Seemann, vielleicht machen wir mit Ihnen weiter. Ja, das ist ja ein altes Problem Ihres Vorgängers, Spyros Marinos. Und ich würde sagen, ja, durch das neue Flüchtlingsproblem wird sich ein ganz anderer Gedanke bilden müssen, ne? Weil es ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Oberschlesier und alle hier eingebürgert wurden. Ne? Das war ja auch Probleme ohne Ende, auch mit dem Wohnungsproblem. Ne? Mein Vater hat damals in Billerbeck gewohnt und ist 3 Jahre mit dem Moped immer zur Arbeit gefahren am Münster. Ne? Das soll man sich einer vorstellen. Sowas ist heute nicht mehr möglich. Ja. So, ja, also es wird sich irgendwie ändern. Ich war ja heute in der Wadenburg und habe mir das ja, widerwillig ein bisschen hat er mir das erklärt, weil das ist ja nicht von der Stadt organisiert, sondern über die Arnsberger Regierung. Ne? Da werden die zugeteilt und versorgt. Ne? Aber er hat mir ein bisschen so einen Einblick geschafft, der Leiter der Wadenburg-Schule, obwohl er nicht viel gesagt hat. Herr Götting? Ja, also das ist, ja, ob es ein Problem ist, weiß ich nicht, dass Migranten unterrepräsentiert sind, gebe ich Ihnen gerne recht. Aber auch da ist es, wie Frau Klein-Schmeich schon sagte, es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ich für uns als FDP sprechen darf, jeder ist bei uns, wenn er Mitglied werden möchte in dieser Partei, herzlich willkommen, egal wo er herkommt. Das spielt keine Rolle. Und wenn er sich da engagiert und Interesse hat, gibt es natürlich auch dann die Chance, über die Partei in den Rat oder in entsprechenden Ausschüssen mitarbeiten zu können. Zweites Problem bei der Verwaltung hängt es natürlich auf der einen Seite von den Stellenausschreibungen ab, das, was gefragt ist und das, was gefordert wird. Und zum anderen Seite natürlich auch, das darf man ja dann nicht verschweigen, eben auch von der Qualifikation der Bewerber. Also da kann ich auch nur jeden und jede ermutigen, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie sich dazu befähigt fühlen, ja, dann bitte schön einfach den Hut in den Ring werfen und eine Bewerbung schicken. Das sind so die Möglichkeiten. Also ja. Andere sehe ich im Moment auch nicht. Dann tatsächlich sehe ich gerade, unsere Sendezeit kommt wirklich stark dem Ende entgegen. Ich denke, gerade zu diesem Thema werden wir ein wenig mehr hören am 23. August, wenn Herr Könke, Frau Klein-Schmeink und Herr Götting zumindest bei einer Podiumsdiskussion, die vom Integrationsrat veranstaltet wird, anwesend sind. Ich bin auch dabei. Steht noch nicht auf dem Zettel, kommt noch. Das okay, Herr Seemann ist auch dabei. Okay, alles klar. Am 23. August im Festsaal des Rathauses um 14 Uhr in etwa wird es 2 Stunden dauern. Und ich denke, wie es sich für eine kleine Talkshow geziemt, möchten wir das Ganze mit Einsatzantworten hier einmal beenden. Deswegen würde ich Sie bitten, vielleicht angefangen bei Herrn Seemann, in einem Satz zu sagen: Ich kann es besser als Lewe, weil? Ja, weil ich die 50% bekomme plus die Kanzlerstimme und gewinne. Alles klar. Bitte?
Ich kann es besser als Lewe, weil ich erstens eine Frau bin und deshalb die sozialen Anliegen deutlicher thematisieren würde und gleichzeitig, weil ich eine Frau bin, die eine sozial gerechte und nachhaltige Politik auch aktiv voranbringen will und nicht nur verwalten will. Dankeschön. Und Herr Götting? Und ich kann es besser als Lewe, weil ich es gewohnt bin, es besser zu machen und es zu machen, statt nur zu reden. Ja, und den Münsterpass abschaffen. Danke. Dankeschön. Aus der Diskussion müssen wir jetzt leider aussteigen. Tatsächlich neigt sich die Sendezeit dem Ende entgegen. Und ich möchte mich bei den Kandidaten natürlich auch noch einmal bei Herrn Könke auf diesem Wege und bei Herrn Lewe, der heute leider nicht hier sein konnte, ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Teilnahme, für Ihre Vorstellung, für dafür, dass Sie uns vermittelt haben, wie Sie Politik in der Stadt Münster sehen. Und ich möchte mich bei den Zuschauern hier im Studio bedanken und selbstverständlich auch zu Hause. Ich wünsche noch weiterhin einen schönen Abend. Machen Sie es gut.